Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14 mit dem FC Barcelona. Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem FC Barcelona und mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Vorab, falls ihr günstige Ultimate Team Münzen, Game Cards oder FIFA Points kaufen wollt, dann guckt doch bitte in der Beschreibung nach. Dort findet ihr nämlich den Weg zu MMOGA, unserem Sponsor, für eben angesprochen günstige Ultimate Team Münzen und mehr. Ja, wir haben 5 Nachrichten hier vor dem Real Madrid Spiel. Das sind 4 Nachrichten vom Spieler und einmal hier die Pressekonferenz. Und ich gucke mir mal an, was so bei Real Madrid für Spieler rumlaufen. Haben wir auch schon überall die Bewertung zu. Das sieht ja so wie gewohnt aus. Haben also, wie es aussieht, nichts Besonderes, ja, verpflichtet. Deswegen werde ich jetzt Ronaldo erstmal verunsichern. Weil Messi, ja, muss ich ja in dem Karrieremodus jetzt mal unterstützen. Und Theo, Bravo und Correa sind alle unglücklich, weil sie oft öfter spielen wollen. Okay. Und Xavi bedankt sich, dass wir ihm die Auszeit gegeben haben. Und ja, dann würde ich sagen, bereite ich jetzt die Aufstellung vor und dann rein ins Spiel gegen Real Madrid. So, Leute, rein ins Spiel gegen den, gegen Real Madrid. Die, ja, haben die da Falcao? Sieht das nach? Ne, das könnte die, okay, gut, hat mich schon gewundert. Und, ne, Lewandowski haben sie gekauft, hier sehe ich es gerade. Ja, ausstellungstechnisch habe ich alles beim Alten gelassen, außer dass ich Xavi und Bravo rein rotiert habe. Sonst ist alles beim Alten geblieben. Hier der erste Schuss von Xavi Alonso, der jetzt mittlerweile nach Bayern gewechselt ist. Zumindest in Real Life, und die haben auch gleich Bravo am Ball. Und ja, dann würde ich sagen, gegen Real Madrid ist ein schwieriges Spiel, aber ja, mit solchen Fehlpässen lässt sich das definitiv nicht machen. Mal gucken, dass wir den Ronaldo ausschalten. Oh, Flanke auf Suarez! Gehalten von Diego Lopez. Was eine erste Chance, die Luis Suarez. Gute Chance, gute Chance. Suarez mit dem Kopfball. So wollten wir uns natürlich verstärken, dass wir hier mal im Kopfball haben. Sehr schön, gute erste Chance. Oh nein, Ronaldo kommt da hin. Ronaldo macht das 1-0. Was eine Chance erst, und Bravo, oh Mann. Bravo grätscht noch rein gegen, ich war es Bale? Ja, nee, Lewandowski. Und dann prallt er so unglücklich ab, dass Ronaldo hier das 1-0 macht. Oh, völlig unverdient, scheiße. Oh nein, 2-0 für Real Madrid, ich fasse es nicht, Lewandowski. Ronaldo nimmt hier die Abwehr auseinander. Nein. Ronaldo auf Lewandowski. Das kann nicht sein. Oh nein. Das wird schwierig, das wieder aufzuholen. So, Messi jetzt mal. Messi mit dem Anschlusstreffer. So will man das doch sehen. Messi zieht nach innen, Lionel Messi, Dankeschön, endlich, 1-2 noch kurz vor der Halbzeit, also es ist noch alles möglich, Messi zieht wie gewohnt nach innen und macht ein richtig schönes Tor, sehr schön, gucken wir uns hier nochmal an, geht hier einfach durch, langes Eck und da hat er keine Chance, der Torwart, sehr schön, 2-1. Oh, Ronaldo ist durch, Ronaldo lupft und er geht rein, ich fass es nicht, das kann nicht sein, wie dieser Ronaldo mich auseinandernimmt. 3-1. Ah, das kann nicht sein. Drittes Tor für die Madrilenen. Oh Mann. So Leute, Halbzeit. Ja, die Chancen sind genau gleichwertig. Ballbesitz bin ich besser. Jetzt Ballkämpfe schon schlechter und Ronaldo dreht einfach mal übertriebenst auf und ach, es ist heftig. Ronaldo ist heftig. So, Messi jetzt mal. Nein, der vergibt die Chance. Messi, den musst du doch machen. Nein. Oh, da wäre ich wieder dran gewesen. Macht er doch sonst. Oh, verdammt. Oh, nein, Bale. Ey, das kann nicht sein. Jetzt steht's hier 4-1. Das gibt es doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Es kann doch nicht sein. Okay, Leute, also jetzt drehe ich nochmal auf. Jetzt gibt's hier volle Attacke. Das kann nicht sein. 4-1. 4 Konter. 4 Konter von Real. So, Messi kriegt den Ball. Messi! Nachschuss! Oh, Suarez macht den doch rein! Das gibt es nicht. So, Bale ist schon wieder... Oh, Bravo hätte ihn sogar gehabt. 4-1 immer noch, ey. Puh, dann wechseln die auch noch Benzema für Lewandowski ein. Die haben ja auch Personalprobleme. Mann, Mann, Mann. Oh, Benzema ist durch. Benzema ist durch. Der lupft drüber. Alter, das kann nicht sein, wie die mich hier auseinandernehmen, ey.
Oh, Xavi, überragender Pass auf Suarez. Komm schon, Suarez, ja, Anschlusstreffer. 2 zu 4. Was für ein Riesenpass. Und ich wollte eigentlich den Ball nehmen, egal. Suarez, was ein Ball. Was ein Pass. Suarez, überragend. Oh, endlich. 2 zu 4. Oh, Messi, was ein Schuss. Diego Lopez. Messi, was ein Schuss. Oh, was ein Brett. Und Diego Lopez hält ihn. Oder was, Latte? Nee, er hält ihn Ecke, gut. Boah, was eine Riesenchance. Suarez mit dem 3 zu 4, die danach folgende Ecke. Luis Suarez. 3 zu 4. Ein Tor noch. Ein Tor noch. Ein Tor noch. Oh mein Gott! Das kann nicht sein! Suarez in der 82. Minute mit dem 4 zu 4. Mit dem 4 zu 4. Luis Suarez mit dem 4 zu 4. Das kann nicht sein. Leck mich. Erst hier der Versuch mit Xavi. Und jetzt, nein, was ein Tor von Suarez. Irre, einfach irre. Oh, nochmal Konter Real mit Di Maria. Oh, Di Maria, scheiße, ist der schnell. Nein. Ich muss ihn umhauen. Ey, der darf hier nicht durchkommen. Oh, danke. Alba, kriegst du den? Nein. Modric? Nein. Weg damit. Oh, dankeschön. Oh, Vorsicht. Jetzt wird hier noch der Vorteil abgepfiffen in der 90. Minute und es gibt nochmal Gelb. Ich habe vor, gerade nachdem ich das Tor gemacht habe, eigentlich schon eine Auswechslung betätigt. Die werden jetzt erst ausgeführt. So lange gab es jetzt hier keine Spielabbrechung. Und jetzt Ronaldo mit dem Freistoß. Oh, bitte geh nicht rein. Oh, Alter. Alter Vater, ey. Wäre der reingegangen? Ich wäre ausgerastet. So, Sergio Roberto habe ich reingebracht und Correa für Rakitic und Koke. Genau. So, Leute, das Spiel ist vorbei. 4 zu 4, was ein Riesenspiel. Dann am Ende doch noch den Punkt mitgenommen. Ich bin heilfroh, also dieser Ronaldo war ja übertrieben. Hier nochmal das 1 zu 0, natürlich durch Ronaldo. Ich glaube, der hat 3 Tore gemacht. Suarez auch, sehe ich hier gerade. Sehr schön, also was ein Spiel. Auch Xavi wieder mit einer guten Bewertung. Auch Koke, Messi, ja, hat das Tor gemacht. Mehr war jetzt irgendwie nicht drin. Aber Ronaldo, nee, 2 Tore hat er gemacht. Wir hatten noch eins gemacht. Ach genau, Bale. Aber auf jeden Fall, was ein Spiel. Und ich bin auf jeden Fall super fröhlich, dass ich noch das 4-4 gemacht habe. Denn, ja, jetzt bin ich immer noch ungeschlagen in der Tabelle. Und ich mache das jetzt einfach mal ohne Cut. Geht's hier direkt weiter. Busquets ist wieder fit. Und Xavi freut sich, dass er aufgestellt wurde. Ist das ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel? Ich werde es auf jeden Fall simulieren in Celta Vigo. Das ist auch sehr schön. Jetzt kann ich hier Busquets nämlich wieder reinpacken. Werde ich natürlich noch nicht von Anfang an spielen lassen, weil er eben noch angeschlagen ist. So, dann werde ich das auch, glaube ich, wobei ich, na, packe es wieder um, dass ich Camacho dann mal auf die 6 packe, so. Und Xavi rotiere ich dann mal für Koke rein, der kriegt dann mal seine Pause. Und auch Pedro packe ich rein für Neymar. Und genauso werde ich die Ausstellung dann lassen und werde dann jetzt hier das Spiel simulieren. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt mehr Spiele simulieren muss, damit ich das zeitlich noch schaffe bis zum Ende zu FIFA 14. Und ja, da ist der erste Punktverlust, sondern die erste Niederlage. 1-0 in Celta Vigo verloren, gleichzeitig noch eine rote Karte durch Dani Alves. Das ist natürlich ärgerlich. Und Real Sociedad liegt uns auch auf den Fersen. Die sind nämlich Zweiter. Und ja, okay, haben aber ein Spiel mehr. Pressekonferenz, das heißt, ich kann Barcelona hier nochmal loben. Das werde ich jetzt hier nämlich noch auch simulieren und dann war es das auch für den Part. Ich mache das jetzt einfach mal alles ungeschnitten. Dani Alves hat rot. Okay, dann packe ich ihn halt raus. Wen haben wir denn hier? Wir haben noch Montoya hier noch. Genau, packen wir den rein. Lasse ich die Ausstellung einfach mal so und dann zack, nächstes Spiel zu Hause gegen Espanyol. Haben 1-1 gegen Atletico gespielt. Spiel zu Hause 5-0 gewonnen. Suarez aber verletzt. Das ist ein bisschen ärgerlich. 5-0 ist natürlich trotzdem sehr schön. Jetzt nur beten, dass es nichts Schlimmes ist. 2 Tage Prellung der Wade und Sperre abgelaufen für Dani Alves. Dann gucken wir uns nochmal hier schnell einmal den Saisonplaner an. Ah, nicht andere Ligen, das wollte ich gar nicht. Sondern hier den Kalender, dann wissen wir ungefähr, was wir nächste Partie machen. Dann werde ich
im nächsten Part auf jeden Fall, wobei, das kann ich auch noch machen. Ist das ein Heimspiel? PSV, ist das ein Heimspiel? Dann würde ich das jetzt nämlich auch noch simulieren, obwohl es Champions League ist. Aber wie gesagt, nächsten Gastspiel. Komm, egal, ich simuliere es trotzdem, weil ich werde dann wieder das Man City Spiel spielen. Weil ich muss hier noch was schaffen. Wie gesagt, wenn ich ja solche Spiele nicht simulieren würde, mein Internet ist zu schlecht, ich würde das nicht hochgeladen bekommen. Alles, zumal ich auch momentan nicht so viel Zeit habe. Ich muss es jetzt simulieren, es tut mir leid, aber wenn ich die Spiele, oh, Neymar hat sich auf 87 entwickelt, fällt mir gerade auf. Wenn ich die Spiele nicht simulieren würde, dann wird es einfach nicht hinhauen. Ist jetzt das Problem. Und so muss ich das dann halt so machen, dass ich jetzt ein paar Spiele simuliere, weil, wie gesagt, wenn ich nicht simuliere, dann passt das einfach nicht mehr. Dann werde ich zu FIFA 15 nicht mehr fertig. Spiel gegen PSV und 2-1 verloren, gut. Das bringt dann das eben auch mal mit sich. Komm, dann machen wir den spanischen Cup jetzt ja auch noch. Das ist ja gegen so einen schlechten Verein, Runde der letzten 32. Das ist ja nicht das Problem. Da können wir dann auch noch mal rotieren. Villalba denkt über die Zukunft nach. Ich denke mal, auch solche Spiele sind jetzt auch nicht so interessant gegen, gegen den, welcher Verein ist das? RC Recreativo. Das ist irgendwas aus der zweiten Liga. Also, ne, können wir jetzt ja auch mal ein bisschen was schonen. Ich mache jetzt, wie gesagt, den Rest einmal hier One-Take. Ohne dass ich hier irgendwas schneide. Weil sehe ich jetzt einfach nicht als nötig an. Wie gesagt, dann kann ich hier einmal durchrotieren. Koke, dann werde ich auch nochmal Sergio Roberto spielen lassen. Den Laporte und den Bartra auch. Und für Dani Alves dann den Montoya. So, und dann darf auch nochmal Ter Stegen ran. Haben wir dann hier auch, und genau, auch noch den Pedro. Dann haben wir hier einmal voll durchrotiert. Ne, Jordi Alba habe ich drin gelassen, ne? Ja, ist egal. Wie gesagt, es tut mir leid, ich werde es in FIFA 15 definitiv nicht so viel simulieren, aber es muss jetzt sein, hier zack, 3-0 gewonnen mit der B11. So, und jetzt ist das nächste Spiel Man City, genau. Das werde ich dann natürlich selber spielen, außer Champions League. Sind auch momentan Zweiter, haben wir schon zwei Spiele voll? Ach ja, gegen Man City, ja gut. Auf jeden Fall müssen wir das Spiel gegen Man City dann zumindest unentschieden bestreiten. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden, wir haben noch einiges vor uns. Ich denke mal, im nächsten Part gibt es dann, schon wieder falsch geklickt. Im nächsten Part gibt es dann das Man City Spiel und die beiden Auswärtsspiele hier. Die werde ich dann wahrscheinlich auch simulieren. Aber dann haben wir noch das Basisspiel vor uns und dann geht es ja auch schon in die Wintertransferphase. Hier haben wir nochmal das Rückspiel gegen Rick. War die Abkürzung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißen. Und halt noch hier ein Heim- und ein Auswärtsspiel und auch noch ein Heimspiel. Und dann sind wir auch schon in der Wintertransferphase. Ich habe ja schon gesagt, ne, ich werde da noch was holen, aber das verrate ich nicht. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, sagt ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, macht es gut und bleibt am Ball. Ciao.